Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar Ayers, die fette Kokette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es um die japanische Band Fate Gear gehen mit ihrem Song Life in Blood. Ist eine All-Feel-Steampunk-Metal-Band aus Tokio meines Erachtens. Die haben auch, soweit ich gesehen habe, schon fünf Alben, glaube ich, rausgekloppt. A Light in the Black, Rebellion, 7 Years Ago, The Sky, Prison und Killers in the Sky. Und da stammt auch der aktuelle Song her. Ist, glaube ich, Ende April erschienen. Ich kenne die Band überhaupt nicht. Kann euch sonst auch nicht sonderlich viel zu sagen. Laut Metal-Archivs waren sie Heavy, / Power Metal, sollen Fantasy-lastige Themen sein. Steampunk, ja, passt. Und ich würde sagen, wir schauen da einfach hin. Der Song geht gut 4 Minuten. Also schauen wir mal. Bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Also nicht lang schnacken. Bin. Da steht einfach mal so ein fettes Kriegsschiff mit einer Stadt. Ich habe ja gesagt, wir machen mal wieder ein bisschen mehr Japanisch. Die gibt es übrigens seit 2015, also noch recht junge Band. Was für ein geiler Szenenbrecher. Hier noch richtig schön aggressiv à la Arch of Enemy Style. Hopp. Und los. Der Japanherrscher ist so eine tolle Stimme, oder? Japan ist so eine tolle Stimme, Sprache. Ja, hat er. Oh, die Gitarre sah ja geil aus. Ganz cool, dass er auch diesen Filter drüber legt. Guckt euch mal die Gitarre an, wie geil die aussieht. Oh, jetzt wird's melodisch hier. Wie geil das aussieht. Richtig geil. Das sieht richtig abgefahren aus. Richtig cool gemacht. Also generell die Outfits auch. Richtig cool. Also diese Growls kommen gar nicht nochmal wieder, wa? Ich hab gedacht, das wäre jetzt immer in der normalen Strophe so, aber...
Ja, sowas finde ich gut. Sowas kann man zum Schluss nochmal einmal so ein Growl. Sehr cool. Ja, das war ein Fake mit Live in Blood aus ihrem aktuellsten einen Killers in the Sky EP. Kein Album, scheinbar eine EP. Komm, ich dachte, wäre ein Album. Aber okay, aber cool. Hat mir Spaß gemacht. Schön abwechslungsreich, fand ich das. Gerade mit den Growls, gerade dieses Ende, der letzte Growl, den die da rausgeschmettert hat. Der war richtig cool. Der hat irgendwie dachte ich mir so, ach, das war schon. Und dann kommt da noch so einer raus, so kurz vorm Abschluss. Fand ich gut, hat mir Spaß gemacht. Generell war schön. Ja, vielleicht das Solo könnte man vielleicht ein bisschen stärker machen. Ah, mein Gott, das ist jetzt hier halt Meckern auf hohem Niveau. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen. Die Klamotten waren super, die Location mit dem Schiff fand ich auch gut. Hat mich so ein bisschen, musste ich direkt an Sabaton mit der Bismarck denken. Aber so generell, wie die Mädels sich da rausgeputzt haben mit ihren Outfits und auch wie die ganzen Instrumente, außer mit den ganzen Zahnrädern, diesen ganzen Brauttönen und sowas. Das ist schon cool. Das trägt ganz cool zur Atmosphäre bei. Ob ich das jetzt als Power Metal bezeichnen würde, wüsste ich jetzt nicht. Könnte man machen, aber gut. Dieses Genre reingedrücke ist sowieso immer irgendwo schwierig. Einer sagt so, nein, das ist nicht so. Der andere sagt das anders. Aber mir persönlich hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Band dank YouTube auch mal wieder zufällig zu entdecken. Wenn es euch gefallen hat, haut es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Eventuell machen wir es dann auch gerne nochmal, also ein anderes Video, logisch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.